Hallo, herzlich willkommen zum 68. Netzpolitischen Abend hier auf der C-Base. Es gibt wieder einen Hashtag für heute Abend und zwar NPA068, falls sich jemand gerne im Internet einbringen will. Und falls jemand ungern gefilmt wird, dann kann er sich während der Fragerunde in den Torbogen hinter die Kamera stellen und dann ist alles gut. Unser Programm für heute geht so, und zwar als erstes gibt es den DigiGas-Vorstand, und zwar Volker Grasmuck und Benjamin Bergemann. Die reden über die zivilgesellschaftlichen Forderungen für die Netzpolitik der neuen Koalition oder der nächsten. Danach Sandra Marmitsch, die über die Republika redet, den Last Call for Participation. Und als letztes Julia Krüger mit der Algorithmenregulierung. Ja, und dann kommen wir auch schon zum ersten Vortrag. Dankeschön. Schönen guten Abend, frohes Neues. Schön, dass ihr im Kongresskater und Silvesterkater heute Abend zum 68. Netzpolitischen Abend hierher gefunden habt. Willkommen. Ihr habt wahrscheinlich auch schon gehört, dass sich im Verein, im Trägerverein der digitalen Gesellschaft etwas verändert hat. Ende letzten Jahres hat es Neuwahlen gegeben. Willst du noch was sagen zum vorherigen Vorstand möglicherweise? Okay. Gut, und wir möchten die Gelegenheit nutzen, in das neue Jahr mit euch zu gehen, indem wir uns vorstellen. Benjamin ist bereits genannt, auch Rüdiger Weiß ist noch eingetroffen, wird sich auch gleich vorstellen. Mein Name ist Volker Grasmuck. Ich habe mich beschäftigt mit freier Software, freiem Wissen im Allgemeinen, Allmende-Strukturen, Urheberrecht, in den letzten Jahren verstärkt mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk, Medienpolitik, Breitband, Zugang, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Und ja, bin gespannt, wie wir die digitale Gesellschaft gemeinsam weiter nutzen können, um politische Forderungen in diesem Feld voranzutreiben. Und jetzt übergebe ich an Rüdiger Weiß. Hallo, ich bin Rüdiger Weiß. Also Broterwerb ist Professor für Informatik, Schwerpunkte sichere Betriebssysteme und Kryptographie. Und in den letzten Jahren habe ich mich auch sehr in dem Bereich der rechtlichen Regulierung, der Auswirkungen, was wir als Informatiker verbrechen, so ein bisschen stärker engagiert. Und ich freue mich dann, in einem neuen Team daran zu gehen und gebe gleich mal weiter an Benjamin. Hallo, ich bin Benjamin Bergemann. Ich bin von Beruf Politikwissenschaftler. Ich arbeite am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, forsche dort zu Netzpolitik im Allgemeinen und Datenschutz im Besonderen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Und genau, bin seit Anfang 2013 Mitglied bei der DigiGas und jetzt seit Mitte Dezember Mitglied des neuen Vorstandes. Und wir wollten uns nicht nur vorstellen, sondern wir wollten das neue Jahr, den neuen Vorstand, damit beginnen, dass wir uns zu den anstehenden Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD äußern. Dafür haben wir 10 Handlungsempfehlungen an die künftige Regierungskoalition formuliert. Diese Handlungsempfehlungen haben wir uns nicht erst heute ausgedacht, die haben wir schon einmal aufgeschrieben, und zwar war das im Oktober, genau, das war genauer gesagt, war das am 27. Oktober damals anlässlich der Jamaika-Koalition. Was wir damals aufgeschrieben haben, gilt unseres Erachtens noch immer, und deshalb wollten wir diese Punkte noch mal kurz vorstellen, um so ein bisschen den Fahrplan für das neue netzpolitische Jahr zu skizzieren. Genau, ganz kurz, bevor ich mit dem ersten Punkt anfange, vielleicht noch zum Kontext. Was haben wir uns dabei gedacht? Ich habe schon gesagt, diese Forderungen wurden im Kontext der Jamaika-Sondierungen formuliert, und einer, glaube ich, der Beweggründe für uns, diese Forderungen zu formulieren, war, dass die Netzpolitik oder die Digitalpolitik, wie die Bundesregierung es in der letzten Legislaturperiode vor allem genannt hat, sehr stark wirtschafts- und sicherheitsgetrieben war. Mit anderen Worten hat die Perspektive
der Grundrechte, die Perspektive des Gemeinwohls oder auch kurzum der Zivilgesellschaft zu wenig Eingang in die Netzpolitik der Bundesregierung gefunden. Und ein zweiter Beweggrund, der sich, glaube ich, nicht nur durch diese Punkte zieht, sondern das Wirken des Vereins in den nächsten Jahren prägen soll, ist, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der etwas, was lange als selbstverständlich galt, erodiert. Und das ist der Konsens von einer offenen, liberalen Demokratie, die sehr viel Wert auf Grundrechte und auf die Grundfreiheiten ihrer Bürgerinnen und Bürger legt. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, lange für sehr selbstverständlich gehalten haben. Derzeit erodiert das einmal unter dem Mantel der Sicherheitsinteressen und der Terrorbekämpfung und zum anderen unter einem doch sehr wahrnehmbaren Rechtsruck in Europa und auch hier in Deutschland. Und ich glaube, beides zusammen, dass das Erodieren dieses grundrechtlichen Konsens und der Aufstieg von nationalistischen und autoritären Tendenzen in Europa sollten Anlass sein für eine grundrechtsorientierte Netzpolitik. In diesem Sinne also zu unseren 10 Punkten. Unser erster Punkt, ganz einfach, anlasslose Massenüberwachung beenden. Wir fordern anlasslose und unbeschränkte Massenüberwachungsgesetze aufzuheben. Speziell ziehen wir damit vor allem auf die Vorratsdatenspeicherung unserer Kommunikationsdaten und auch die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Ganz speziell zur Vorratsdatenspeicherung ist zu sagen, dass diese mehrfach vom Europäischen Gerichtshof für grundrechtswidrig erklärt wurde. Sie wurde trotzdem von der Bundesregierung in der letzten Legislatur verabschiedet, konnte dann aufgrund eines Gerichtsbeschlusses und einer Entscheidung der Bundesnetzagentur nicht in Kraft treten. Genau, es spricht eigentlich alles, jede Expertise, alles spricht gegen diese Vorratsdatenspeicherung, ihr Nutzen ist nicht erwiesen und interessanterweise, so erzählt man sich es jedenfalls, ist die CSU bereits in den Jamaika-Sondierungen von der Vorratsdatenspeicherung abgewichen. Es wäre also ein leichtes, das jetzt fortzusetzen in den neuen Sondierungsgesprächen und dieses unsägliche Kapitel deutscher Netzpolitik doch zu beenden. Zweiter Punkt, ein bisschen umständlich formuliert, Schutz der Identität on- und offline gewährleisten. Damit ziehen wir vor allem auf den zunehmenden Einsatz intelligenter Videoüberwachungssysteme, vor allem solcher, die mit biometrischen Systemen gekoppelt sind. Wir fordern diese Systeme weder punktuell noch flächendeckend einzusetzen. Und diese Forderung bewegt sich natürlich ganz klar vor dem Hintergrund der gerade am Südkreuz getesteten intelligenten Kameraüberwachung mit Gesichtserkennung. Falls ihr es gelesen habt, vor Weihnachten ist der erste Testlauf am Südkreuz zu Ende gegangen und trotz mehr als fragwürdiger Testergebnisse und großer verfassungsrechtlicher Bedenken hält der Innenminister Thomas de Maizière weiterhin an dem Probebetrieb fest, hält das, was dort am Südkreuz passiert ist, für einen Erfolg und will den Probebetrieb fortsetzen. Und falls ihr im letzten Monat netzpolitik.org gelesen habt, dort gab es eine Informationsfreiheitsanfrage, aus der man relativ deutlich rauslesen kann, dass es Bestrebungen in der Bundesregierung gibt, solche Systeme zum Standard werden zu lassen. Dritter Punkt, Datenschutz wahren und fördern. Das meint jetzt weniger die staatliche Überwachung als die Überwachung durch private Stellen. Was meinen wir konkret damit?
Zum einen ist ab Mai 2018 die Datenschutzgrundverordnung umzusetzen. Wir fordern die Bundesregierung auf, dieses Gesetz anständig zu implementieren. Dazu gehört es, die Aufsichtsbehörden mit hinreichenden Ressourcen auszustatten, was im Moment schlicht und ergreifend nicht der Fall ist, und die zahlreichen unbestimmten und weiterzuentwickelnden Klauseln dieses Gesetzes zu spezifizieren. Dazu braucht es staatliche Ressourcen, mehr Förderung zu datenschutzfreundlichen Technologien und nichts, genau. Weiterhin ein wichtiger Punkt, gerade in Brüssel verhandelt, die E-Privacy-Verordnung. Hier ist unsere Botschaft relativ klar. Die Bundesregierung sollte nicht hinter das zurückgehen, was bereits vom Parlament im Herbst beschlossen wurde. Ja? Also dieses Spiel, was die Bundesregierung bei der Datenschutzgrundverordnung gespielt hat, die Datenschutzbemühungen auf europäischer Ebene zu unterminieren, sollten sich bei der E-Privacy-Verordnung nicht wiederholen. Und wir werden versuchen, da genau hinzuschauen. Der vierte Punkt, Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit online stärken, auch wieder ein bisschen umständlich formuliert. Ein Hauptanliegen ist es uns, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz aufzuheben. In den Sondierungsverhandlungen konnte sich die CDU selbst zusammen mit der FDP, die eigentlich sehr stark gegen dieses Gesetz positioniert ist, nicht dazu durchringen, das wieder fallen zu lassen. Mit der SPD wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Trotzdem appellieren wir hier noch einmal an die Regierung, dieses Vorhaben schlicht und ergreifend fallen zu lassen, bevor die Kollateralschäden noch größer werden. Dieses Gesetz verstößt nicht nur gegen Europarecht, es ist nicht nur ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und nicht nur eine weitere Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, sondern nicht zuletzt ist dieses Gesetz, ist schlicht und ergreifend nicht klar, was dieses Gesetz will und ob es die Phänomene, die es eventuell zu adressieren sucht, auch wirklich erreicht. Stichwort Hate Speech und Fake News. Ein letzter Punkt, ich mache es kurz, weil meine Redezeit, glaube ich, auch schon ein bisschen fortgeschritten ist. Verschlüsselung und IT-Sicherheit gewährleisten. Ich glaube, hier sind unsere beiden Kernpunkte, dass die Bundesregierung sich erstens nicht an der Ausnutzung und am Handel mit Sicherheitslücken beteiligen sollte. Das ist insofern, vor allem zielt diese Forderung auf die jüngst ausgeweitete Staatstrojaner-Gesetzgebung. Wir, und da sind wir nicht alleine damit, können uns schwerlich vorstellen, wie man so einen allumfassenden Staatstrojaner-Einsatz ohne die Ausnutzung von Sicherheitslücken in Systemen praktizieren will. Und die zweite Baustelle bei dieser Ausnutzung und dem Handel mit Sicherheitslücken, wo noch nicht so ganz klar ist, was passiert, ist die neue Entschlüsselungsbehörde CITES. Bis jetzt ist relativ unklar, was dort überhaupt gemacht werden soll. Und solange wir es schlicht und ergreifend nicht wissen, gehen wir, glaube ich, vom Schlimmsten aus, und das ist einfach auch keine gute Grundlage für eine Zusammenarbeit in der Demokratie, nicht zu wissen, was eine neu geschaffene Behörde dort eigentlich macht. Genau, ich würde an der Stelle an Volker übergeben. Willkommen zum Breitband und damit zu einem ganz wunden Kapitel in Deutschland. Hier ist klar, dass die technologische Entwicklung hingeht zu nachhaltigen Infrastrukturen auf Glasfaserbasis. Da sagt die Telekom aber, wir werden mit Fiber to the Home erst anfangen, wenn der letzte Euro aus der Kupferinfrastruktur gemolken ist. Hier also die Forderung, Glasfasertechnologie stärker zu fördern. Außerdem
braucht es alternative Finanzierungskonzepte, die es auch ermöglichen, kleinteilig, lokal, vor Ort, vor allen Dingen im ländlichen Raum, Menschen zu ermöglichen, sich zu Genossenschaften zusammenzutun, ähnlichen Strukturen, die es ermöglichen, Infrastruktur in der Hand, im Besitz, in der Kontrolle derjenigen zu schaffen, die diese Infrastruktur auch nutzen und darauf angewiesen sind. Schließlich das strukturelle Problem im deutschen Telekommunikationsmarkt, dass die Bundesregierung weiterhin 33% an der Telekom hält, was zu vertrackten Interessenkollisionen führt. Beispielsweise die Politik, die sich darauf festgelegt hat, bis 2018 50 Mbit flächendeckend anzubieten, was absehbar nicht funktionieren wird. Dann kommt die Telekom und sagt, wenn ihr uns Vectoring gebt, die Remonopolisierung der letzten Meile, dann schaffen wir das flächendeckende Ziel zwar immer noch nicht, aber ihr kommt denen zumindest etwas näher. Und insofern hier die Forderung nicht nur, weil damit, also erstmal die Forderung, dass der Bund diese Anteile an der Telekom verkaufen soll, um diese strukturelle Verquickung aufzulösen, aber natürlich auch um die Milliarden durch den Verkauf freizumachen, um eine sinnvolle Breitbandinfrastruktur wirklich inklusiv für alle entlang der ICE-Strecken, wäre ja schon mal ein guter Start, aber eben auch bis in die Fläche hinein zu gewährleisten. Zur Netzneutralität haben wir eigentlich, also die europäischen Regelungen gehen in die richtige Richtung, aber hier gibt es eine Menge Unklarheiten und Unschärfen, wie sich jetzt in der Umsetzung zeigt, dass Zero-Rating nicht ausgeschlossen ist durch den europäischen Rahmen, zeigt, dass hier nachgebessert werden muss. Es hängt auch wiederum mit der Rolle der Telekom natürlich zusammen. In funktionierenden Telekommunikationsmärkten wird die vorhandene Kapazität an die Kunden weitergegeben mit echten Flatrates im Mobilbereich. Die haben wir in Deutschland immer noch nicht. Aber gleichzeitig wird Unternehmen, die Mediendaten verbreiten wollen und den Kriterien der Telekom genügen, hier angeboten, ihre Inhalte ohne Anrechnung auf das Datenvolumen der individuellen Kunden zu diesen zu bringen. Also sie sagen damit ja im Prinzip, die Kapazität kostet uns nichts, wir können sie verschenken, aber wir verschenken sie halt zu unseren Konditionen und nicht an unsere Kunden. Insofern Zero-Rating ausdrücklich verbieten ist eine Beseitigung einer Unklarheit, die hier erforderlich ist. Schließlich ist die Forderung, dass die Kriterien, die festgelegt werden für Netzneutralität, sofern das möglich ist, messbar gemacht werden, neutrale Messverfahren und neutrale Instanzen, die darauf Acht geben, dass diese Rahmenbedingungen auch tatsächlich eingehalten werden müssen. Urheberrecht, Dauerthema auch in der EU-Urheberrechtsnovellierung. Hier die alte Forderung eines Rechts auf Remix. Eine Möglichkeit wäre, ist ein bisschen systeminkompatibel, aber es wird viel darüber geredet, das Fair-Use-Prinzip aus dem angloamerikanischen Copyright Law auch in das deutsche oder europäische Urheberrecht mit aufzunehmen, weil es diese Flexibilität bietet, nicht kommerzielle kreative Nutzungen von Werken, die ja ganz offensichtlich keinen kommerziellen Schaden anrichten, zu ermöglichen. In Zeiten von Big Data soll das natürlich nicht ein Privileg bleiben, derjenigen, die über Datenmassen direkt verfügen oder das entsprechende Geld, sie sich zu kaufen, sondern auch die Wissenschaft, im Prinzip wir alle, Citizen Science muss ermöglicht werden, mit diesen Mitteln zu arbeiten und dafür die Voraussetzung ist eine neue Schranke für Text and Data Mining.
Anderes Problem ist, Dauerproblem ist die europäische Datenbankrichtlinie. Auch an der wird natürlich weiter gesägt, bis sie denn endlich fallen wird, wie sie muss. Die offenen Lizenzen bei der Vergabe und Mittelbeschaffung durch staatlichen Stellen sind zu bevorzugen. Ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen gewundert, als die FSFE Ende letzten, wann war das, im Herbst, mit der Kampagne gestartet hat. Public Money, Public Code war der Titel, glaube ich. Also die Forderung, dass Software, die von der öffentlichen Hand entwickelt wird, frei zu lizenzieren ist, in den Vergabebedingungen soll das festgeschrieben werden, genauso wie das natürlich im Forschungsbereich längst etabliert ist, dass öffentlich finanzierte Forschung Open Access zu publizieren ist und somit einen ungehinderten Mehrwert für die gesamte Gesellschaft zu bieten hat. Dieses Prinzip ist auszuweiten, jetzt erstmal, wie gesagt, was mir so wahnsinnig plausibel schien, dass ich dachte, das wäre bereits die Grundregel, aber das jetzt auszuweiten auf Softwareentwicklung, bezahlt durch die öffentliche Hand und andere Wissensbereiche. Schließlich ganz böses Thema, was in der europäischen Urheberrechtsnovellierung aufgekommen ist, die Forderung nach Upload-Filtern. Das ist das, was YouTube ohnehin schon macht. Also ein Video, was hochgeladen wird, geht zunächst erstmal in eine Schlaufe, wo es anhand von abgelegten Audio- und Video-Fingerprints überprüft wird. Wenn es ein Match gibt, hat da sehr wahrscheinlich der Eigentümer dieses Werkes eine Policy hinterlegt und gesagt, das darf nicht freigeschaltet werden oder das darf freigeschaltet werden, aber ich möchte Werbung über Werbung das monetarisiert bekommen oder ich möchte Informationen darüber bekommen, wo das abgerufen wird, etc. Und das, was Google hier sozusagen hausintern entwickelt hat, das steht jetzt zur Debatte als, also das Umgekehrte, was wir beim Netzdurchsetzungsgesetz sehen, dass hier Rechtsdurchsetzung privatisiert wird. Hier wird ein privat wirtschaftlich entwickeltes Modell sozusagen gesellschaftlich skaliert und alle Plattformen in die Richtung geht das, die Nutzer-Uploads erlauben, müssen einen solchen Upload-Filter vorschalten. Die digitale Bildung ist natürlich weiterhin auszubauen und zu fördern. Auch hier ist die digitale Gesellschaft mit eigenen Projekten in Berlin direkt vor Ort aktiv. Medienkompetenz in diesen komplexen digitalen Zeiten, um hier souverän und autonom in dieser Umwelt sich bewegen zu können, kommunizieren zu können, auch die Gesellschaft beeinflussen zu können, ist ein Schlüsselelement. Dazu gehört unter anderem die 5 Milliarden, die Bildungsministerin Wanka noch in der letzten Legislatur versprochen hat, angestoßen hat. Der Finanzminister hat es dann nicht so richtig gehört und deshalb nicht eingebaut, aber irgendwie ist das Thema noch virulent und das muss auf jeden Fall vorangetrieben werden. Hier geht es um Bundesförderung, also technische Ausstattung, Netzwerk, Infrastruktur soll hier besonders unterstützt werden. Dazu gehören selbstverständlich auch pädagogische Konzepte, um die Technologie, wenn sie denn vorhanden ist in den Schulen, auch sinnvoll einsetzen zu können. Und dazu gehören ganz entscheidend außerschulische Bildungsaktivitäten von Gruppen wie Jugendhackt, Freifunk geht auch an Schulen und wie gesagt die digitale Gesellschaft ebenso. Dass im Bildungsbereich freie Software und Open Educational Resources eine besondere Rolle spielt, brauche ich, glaube ich, in diesem Zusammenhang nicht nochmal besonders zu betonen. Letzter Punkt. E-Government, Open Data,
Also die Entwicklung hin von den Informationsfreiheitsgesetzen zu einem Modell von einem Transparenzgesetz, wie Hamburg das vorgemacht hat. Also die öffentliche Hand veröffentlicht alles proaktiv, was in ihren Bereichen an Daten anfällt, sofern nicht zwingende Gründe, Persönlichkeitsschutz etc. das verbieten. Um Daten als Open Data veröffentlichen zu können, müssen sie natürlich erstmal digital vorliegen. Auch da ist noch viel zu tun. Die Digitalisierung der Verwaltung muss vorangetrieben werden und die Schnittstellen zu den Bürgern, zum Beispiel durch ein Bürgerkonto, müssen verbessert werden. Und zu Open Data gleich noch eine Idee in die Runde, die entstanden ist auf dem Kongress. Es geht um das Tracking von Flüchtlingsbooten im Mittelmeer und die Diskussion lief so ein bisschen auseinander, hochauflösende Satellitendaten und dann auch noch möglichst in einem schnellen Abstand von 2 Stunden, 4 Stunden oder so. Ah, da kommst du nie ran. Das gibt es zwar kommerziell und militärisch, aber keine Chance. Also so erste Recherchen sind ganz vielversprechend, aber wenn sich hier jemand mit Satellitenbildern auskennt, bitte ich mich hinterher nochmal anzusprechen. Und ich glaube, damit sind wir auch schon durch. Jetzt gibt es noch den langen Atem natürlich. Beteiligt euch, das neue Jahr geht mit guten Vorsätzen voran und ein guter Vorsatz natürlich ist immer die also Bürgerinitiative deiner Wahl zu unterstützen für dieses Jahr. Die DigiGuess, ihr seid hier, euch muss ich es eigentlich nicht, euch muss ich nicht bekehren, ihr wisst die Arbeit der DigiGuess zu schätzen, aber vielleicht tragt es weiter oder verschenkt auch an liebe Menschen ein Unterstützungsabo an die digitale Gesellschaft. Soweit erstmal, glaube ich, von uns. Hat jemand eine Frage? Oder? Alles klar, dann. Ah, cool. Wie lasst ihr denn die Forderungen dem Zielpublikum zukommen? Also es gibt verschiedene Kampagnen, die auf der Website laufen, wo man sich beteiligen kann. Es gibt Mitarbeit an Gesetzesentwürfen. Also das ist so die Spannweite, würde ich sagen. Also Volker Tripp, vor allen Dingen unser wissenschaftlicher, juristischer Leiter der digitalen Gesellschaft, ist an diesen wirklich also Gesetzesentwürfen dran und soweit das denn möglich ist. Also manchmal diffundieren tatsächlich Dinge, man soll es nicht erwarten, in Gesetzgebungsprozesse hinein. Bei der Störerhaftung hat es solche Kapillarkommunikation gegeben. Ja, also das ist vielleicht auch typisch für die Arbeit von der digitalen Gesellschaft, die nicht besonders sexy oder prickelnd wahrgenommen wird. Wir bleiben halt an den Sachen relativ umfangreich da. Also um ein Beispiel, also Volker und ich haben als normale Wissenschaftler jetzt nicht mit dem DG-Hut an einer Studie fürs Justizministerium gearbeitet. Und das sind halt so Sachen wie zum Beispiel, also jetzt mal aus meinem Fachgebiet, ist einerseits Open-Source-Entwicklung. Trotzdem haben wir halt analysiert, dass im Moment die Sicherheitslücken so gefährlich sind für den Staat, dass man sagen, wir brauchen einen erweiterten TÜV, wir brauchen erweiterte Open-Source-Sache. Und wir arbeiten da einerseits wissenschaftlich dran, andererseits politisch. Und das sind halt unterschiedliche Arten, die wir kommunizieren. Aber jetzt, also diese Forderungskatalog stellen wir hier vor, schauen auf die Webseite und ansonsten schauen wir, ob wir gefragt werden. Und erfreulicherweise sind wir in den letzten Jahren immer öfter von verschiedenen
Stellen gefragt wurden. Also das ist vielleicht auch noch mal zu erklären, die Politik, Netzpolitik oder CCC macht das deutlich lauter und auch Digital Courage macht es teilweise lauter. Das ist durchaus zu unterstützen, aber wir sind so, dass wir die Forderungen halt öffentlich machen, hier vorstellen und ansonsten sehr hart und sehr spröde inhaltlich arbeiten. Das, was ich erwähnt habe, dass wir als Informatiker hergehen und sagen, so sind die technischen Entwicklungen. Und dann ist es halt hier auch eine Freude, dass da Informatiker und Sozialwissenschaftler wirklich sehr enge auch im Vorstand und Juristen sehr eng zusammenarbeiten. Und das ist natürlich weniger bunt, allerdings passt eigentlich ganz gut zu unserem üblichen Spendenbettel-Sache. Wir arbeiten an Sachen weiter, auch wenn es gar nicht mehr schick ist. Vielleicht noch kurz eine Frage, Volker, du hast gemeint, ihr habt auch eigene Projekte zur Medienbildung. Kannst du da was dazu sagen? Ja, das ist also erstmal der übliche Disclaimer. Wir verschaffen uns als Vorstand natürlich selber auch erstmal einen Überblick. Ja? Das, und was wir aber sagen können, ist, dass wir, glaube ich, seit 2 oder 3 Jahren an Berliner Schulen sind. Das ist vor allem in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement oder mit mehreren Quartiersmanagement Punkstraße. Wir sind da im Wedding aktiv, also durchaus auch an Brennpunktschulen, um dort ganz basale Sachen mit vor allem einen Fokusschutz auf Datenschutz und Identitätsmanagement bei den ganz kleinen zu vermitteln, die halt dann in dieses Alter kommen. Ab diesem Jahr wird dann noch im Vordergrund stehen, das gleiche auch mit den Pädagoginnen und Pädagogen zu machen. Entschuldigung, noch eine ganz kleine Ergänzung, also wir haben durchaus im Moment Datenschutzprojekte, die vom Justizministerium gefördert sind und haben auch jetzt schon mal einen Teilabschluss des sogenannten SUSI-Projektes, Smart und Sicher im Internet, also wo wir mit dem BSI eng zusammenarbeiten. Auch da sind wir immer also von einigen Leuten durchaus kritisiert, aber das ist eigentlich unsere Politik, dass wir als parteiunabhängige Organisation an den Sachen sehr stark arbeiten. Das bedeutet, dass wir auch keine Probleme haben, mit dem Justizministerium und BSI zusammenarbeiten, aber wir formulieren da die Position schon sehr klar und deutlich und auch konfliktär. Aber wir schreiben halt dann unsere Forderungen auch in unserer Studie für das Justizministerium, war schon in der Eingangssalung gesagt, dass wir die Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig halten. Also wir halten unsere Position, wir reden aber mit mehr Leuten als vielleicht also ganz harte Netzaktivistengruppen da. Also das ist unser anderer Ansatz, das ist unter Kritik, aber die halten wir aus. Ja, ich habe noch eine Frage, hier drüben in der Mitte, geradeaus. Die EU-Grundschutzverordnung tritt ja jetzt in Kraft. Seht ihr da irgendwelche Probleme bei der Umsetzung, wenn das irgendwie für alle Betriebe verpflichtend wird und wie das auditiert werden soll und so weiter? Und wenn ja, welche? Die Implementationsgeschichte, das ist insofern für uns nicht so super interessant, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil das erstmal ein Problem der Unternehmen ist. Und wir beraten nicht Unternehmen, sondern unsere ganz konkrete Kampagne, die wir da am Laufen haben, oder das konkrete Datenschutzprojekt mit dem Justizministerium, zielt darauf, Verbraucherinnen und Verbraucher aufzuklären, was da ganz konkret entstehen wird und vorgestellt werden wird zum Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai 2018 ist ein Aufklärungsprojekt für Verbraucherinnen und Verbraucher, wo sie sich über ihre Nutzer- und Betroffenenrechte informieren können. Es wird das in Textform geben, in Videoform und ich glaube sogar ein kleines Spiel. Cool. Hat jemand noch eine Frage oder alles klar? Dann vielen Dank.
Applaus